Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Mein Name ist Claudi und ich begrüße dich ganz, ganz herzlich in meiner Welt. Ja, ich habe im Glossybox Sale zugeschlagen. Ne? Da habe ich mir das 5er Bundle bestellt, ich habe mir 2 Mystery Boxen bestellt und wenn du Bock drauf hast, mit mir zu erfahren, was sich in diesen 7 Boxen befindet, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken, lehn dich zurück, genieß die Show und viel Spaß mit dem Video. Ich bin auch super gespannt, ob sich das lohnt. Bin ich ehrlich, fürs 5er Bundle habe ich 38,25 € bezahlt, das heißt 7,65 € pro Box, weil ich irgendwie noch ein Code oder so anwenden konnte. Und jetzt reißen wir die Schätze mal auf. Ich habe gar keinen Schmuck um. Tja, ich habe eben Adventskalender-Unboxing gedreht. Da habe ich ganz vergessen, Schmuck nachher noch umzutun. Deswegen auch die roten Lippen. So ist das manchmal, ne? Hier geht es drunter und drüber. Man kann es nicht anders sagen. Hi Professional. Falls du Bock auf mehr Beauty-Content haben solltest, abonniere super gerne diesen Kanal. Ich würde mich mega freuen. Und da haben wir die erste Box. Spring Awakening ist hier das Motto. Und das ist der Blick in die Box. Als erstes habe ich hier von Brushworks, die sind richtig geil, diese Powder-Puff-Dinger, also sehr, 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 sehr cool. Achso, auf MADs sollte ich auch achten, wurde mir mal gesagt. Hier ist bis 2026 haltbar, alles gut. Eclat Skin Limited Edition Micellenwasser mit Rosmarinextrakt, da sind 100 ml drin enthalten. Ja, das ist doch schon mal nicht verkehrt. Würde ich als ersten Schritt vom Double Cleansing verwenden. Bei Micellenwasser würde ich persönlich immer runterwaschen. Das habe ich auch selber da, finde ich richtig geil. 5 Gramm sind hier von dem Lotte London Ready Set Go Puder drin enthalten. Das ist so ein rosa Puder. Mega nice. Also das ist ein richtig gutes Produkt. Dann haben wir hier von Ahava den Dead Sea Water Mineral Conditioner. Achso, hat Puder ein MAD? Ich glaube nicht. Nee. Das riecht auch richtig angenehm, muss ich sagen. Hier beginnt oben die Chargennummer mit 19. Ich weiß nicht, ob das am 11.12.2019 produziert wurde oder da abläuft. Das wäre natürlich mal interessant zu wissen. Ich würde eher sagen, dass es da dann quasi produziert wurde, ne? Das ist auch schon eine Weile her. Naja, auf jeden Fall haben wir hier 40 ml drin enthalten. Es ist eine Spülung und eine Spülung kann man auch immer ganz gut gebrauchen. Und das letzte Produkt hier drin ist von Bahia, eine Körpercreme. Ich glaube, die habe ich schon mal verwendet gehabt. Das ist mit Avocadoöl irgendwie und Iris Patchouli. Du riechst so. Oh ja, 25 ml, das riecht irre gut. Also das finde ich schon klasse. Ich glaube, das ist 2022 produziert worden und ich glaube, dass wenn ich das auch als Box so gehabt hätte, dass ich die richtig cool gefunden hätte. Das ist eine französische Box, sehe ich gerade. Interessant. Wenn dich dieses Video inspirieren sollte, ein Abo bei der Glossybox abschließen zu wollen, kannst du meinen Freunde-Werben-Freunde-Code Claudia-RSQ verwenden. Dann kriegst du nämlich ein bisschen was günstiger und ich kann irgendwelche Glossy-Points sammeln, um dann gegebenenfalls solche Boxen-Geschichten mir für günstig zu kaufen. Auch die nächste Box ist in einem klassischen Design und dann schauen wir mal hinein. Wir haben hier auch ein bisschen Werbung drin enthalten. Es ist deutsche Werbung, deswegen gehe ich davon aus, dass wir hier auch eine deutsche Box finden werden. Das ist die Time to Blue Spring Awakening Box. Ja, das weiß ich gar nicht. Von wann ist die denn? Steht hier gar nicht drauf, ne? Nö. Okay, interessant. Das ist dann quasi das deutsche Pendant zu der Box, die wir aus Frankreich eben hatten. Denn hier haben wir genau das gleiche Puder hier, von Lotte London drin enthalten. Das ist einmal dieses hier, ne? Das hatten wir ja eben schon, kennen wir. Dann haben wir hier von Nivea die Bodycreme Anti-Dehnungsstreifen und Pigmentflecken. Das ist interessant. Reduziert in 4 Wochen die Sichtbarkeit von Dehnungsstreifen, Sonnenflecken, Pigmentflecken. 48 Stunden Feuchtigkeit soll das geben. Dürfte mit 200 ml auch eine Originalgröße sein. Ich mag sowas ja schon. Ne? Ich verwende das an meinen Oberschenkelinnenseiten. Auch hier kann ich nicht entdecken, wann das produziert ist oder wann das MHD sein soll. Finde ich aber als Produkt sehr interessant. Eine Lidschattenpalette ist hier mit am Start von Alverde. Das ist einmal diese hier. Und ja, ne, da steht eigentlich auch immer ein MHD drauf. In diesem Fall nicht. Okay, ja, ist eine süße Lidschattenpalette, mit der man sicherlich auch einen sehr schönen Look schminken kann. Hast einen Schimmerton, 3 matte Töne mit dabei. Ne, ist schon eine nette Kiste. Den müsste ich, habe ich den behalten oder habe ich den weitergegeben? Von Delilah Eyeline Longwear Retractable Pencil in Twig 1402 und 0,31 Gramm. Das dürfte aber auch eine ganz normale Originalgröße sein. Das ist halt so ein brauner Kajalstift. Und ja, hier haben wir auch nochmal das, Quatsch. Das ist der Toner dazu. Das ist ja auch interessant, ne? Da haben wir hier einmal das Micellenwasser hoch und hier den Toner. Eclat Skin London Limited Edition Hyaluronic Acid Toner. Finde ich schön. 100 ml sind hier drin enthalten und einen Toner benutze ich als ersten Schritt meiner Skincare, nachdem ich mein Gesicht gereinigt habe.
Auch da eine schöne Box. Also gerade wegen dem Puder finde ich das schon sehr interessant. Ich persönlich werde auch tatsächlich diese Dehnungsstreifencreme mal ausprobieren, um euch da ein bisschen was zu sagen zu können. Also ich hätte mich da tatsächlich echt drüber gefreut, wenn ich das so als Box auch bekommen hätte. Aller guten Dinge sind drei. Ein Special Design erwartet uns hier. Das ist schick. Keine Werbung ist mit dabei, deswegen vielleicht eine Auslandsbox oder so. Aber das ist schon ein sehr schönes Design, ne? Auch das ist eine Spring Awakening. Das ist so witzig. Okay, das ist irgendeine skandinavische. Schweden. Ja, das ist eine schwedische. Time to Flourish steht hier hinten drauf. Sehr, sehr vertraut. Also hier haben wir nämlich zuallererst, richtig geil, von Rituals, The Ritual of Sakura Magic Touch Body Cream mit 70 Millilitern. Also das ist schon mal ein Banger. Finde ich richtig nice. Oi, das finde ich richtig cool. 2604 läuft die ab, ne? Da hat man noch ein bisschen, zwei Jahre. Dann habe ich hier auch noch ein Micellenwasser von Nivea. Das soll auch beruhigen für Face, Eyes and Lips, also Gesicht, Augen und Lippen. Und da sind 100 Milliliter drin enthalten. Ja, das kann man wirklich gut gebrauchen. Dann haben wir von La Roche-Posay die Tolerian Sensitive Cream. Protective Soothing Moisturizer mit 15 Millilitern. Holla die Waldfee. Also das ist eine richtig krasse Box. Sieht sehr, 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 sehr cool aus. Hier scheint ein Gutschein mit drin zu sein. Der ist abgelaufen am 30.04.2024. Naja, da hätte man nochmal 15% Rabatt bekommen bei Rituals. Dann haben wir hier eine Lidschattenpalette von Bella Pierre Cosmetics drin. Die 4-Color Eyeshadow Palette Purple Storm. So schaut die einmal aus. Und die hatten wir, glaube ich, auch drin. Ne? Ist eine schöne Palette. Für mich persönlich fehlt hier einfach ein heller Ton irgendwie mit dabei. Sowohl was Schimmer angeht, weil ne, das, ich brauche noch irgendwas für einen Inner Corner oder für halt mein inneres Drittel so ein bisschen. Ansonsten ist mir das zu dunkel. Und auch einen helleren, matten Ton. Also das haben die ein bisschen zu dunkel gestaltet, finde ich persönlich. Aber schöne Lidschattenpalette drin zu haben. Dann habe ich hier von, ich glaube, die habe ich sogar dann rausgenommen und aufgebraucht. Von Dr. Lip ist das die Made With. Hä? Nee, Quatsch. Was bist du? Das ist einfach der Original Nippel-Balsam mit 8 Millilitern. Genau, den kannst du aber auch super für die Lippen verwenden. Ne? Also ich kenne es ja einfach auch aus meiner Stillzeit, sage ich mal, ne? Dass man halt echt dafür ordentlich Pflege gebraucht hat. Und ja, irgendwann hat man herausgefunden, dass sowas halt für die Lippen auch 1A ist. Ist sehr, sehr reichhaltig. Ja, das ist die Box gewesen. Wenn ich jetzt mich zwischen den drei verschiedenen Ländern entscheiden müsste, ich glaube, ich würde wirklich die schwedische Version nehmen. Irgendwie schon, oder? Aber es ist ja ein Fünfer-Bundle. Hier haben wir Box Nummer 4. Oh, ja. Ne, tada. Das ist nämlich die Summer Bag, also quasi, wann ist das gewesen? Im Juni, glaube ich, ne? Also hier haben wir einmal die Tasche, finde ich sehr, sehr cool. Sehr, sehr cool, denn das ist eine gute Tasche, die kann man gut gebrauchen. Dann haben wir hier The Ritual of Yosakura, ein Gutschein. Oh, guck mal, das ist sogar nicht mehr gültig. Heute ist der 1.8. Bis zum 31.7. gültig, dass man da quasi nochmal sparen könnte. Das ist auf Englisch. Summer Wipes. Ist eine schwedische Box wieder. Ne, eine finnische Box. Ach, interessant. Und hier haben wir auch tatsächlich was von The Ritual of Yosakura drin. Die Rich Body Cream. Sehr, sehr nice. 40 Milliliter sind hier drin enthalten. Die hatte ich auch selber da und habe sie auch leer gemacht. Ich meine, dass die Body irgendwas war. Doch, nee, die Body Cream mochte ich nicht so gerne vom Duft her, aber den Duschschaum fand ich fantastisch. Das hat nämlich auf meiner Haut nicht so gut gerochen. Manchmal ist es ja so, dass es mit der pH-Geschichte vom Haut... vom Körper so reagiert, ne? Das hier finde ich ja auch richtig nice. Das ist von Bahia auch wieder. Lost Paradise Ananas Tonka. Das ist ein Körperpeeling und 70 Gramm. Und da kommst du vielleicht zweimal mit hin, ne? Aber es ist so ein geiles Peeling. Das hatten wir auch schon in anderen Duftrichtungen. Richtig hochwertig, richtig angenehm. Das ist ein Mega-Erlebnis unter der Dusche. Dann habe ich hier noch drin enthalten von Josephine Cosmetics. Das dürfte ein, ja, ein Lippy sein. Ein Liquid Lipstick in Glamorously Healthy. Das ist eine schöne Adventskalender-Unboxing-Farbe, oder? Mag ich sehr, sehr gerne leiden. Aber ich trage dieses Jahr den von LH Cosmetics wieder. Den habe ich mir extra gekauft. Da könnt ihr, glaube ich, auch mal Claudis Welt 10 bei Purish immer 10% drauf sparen. Schaut gerne meine Infobox vorbei. Hier habe ich dann noch Scrunchies drin. Trage ich in letzter Zeit sehr, sehr häufig. Und hier sind drei Stück drin. Von Kitsch sind das drei Scrunchies. Die schauen so aus. Und das sind einfach so, ja, peachfarbene, ne? Oder Aprikot. Was ist eigentlich der Unterschied zwischen Peach und Aprikot, Claudi?
Tja, das ist eine gute Frage. Muss ich recherchieren, aber ich glaube, das ist eher Peach. Die ist echt gut befüllt, Leute. Sesh Forte Strengthening Treatment. Wahrscheinlich für die Nägel, wa? 3,6 Milliliter. Ich denke, das ist irgendwas für die Nägel. Die Marke sagt mir nichts, das Produkt sagt mir nichts. Gar keine Ahnung. Dieser Lippi läuft übrigens am 20. Mai 2025 ab. Also da hat man gerade mal ein Jahr, um den aufzubrauchen. Vielleicht sollte ich dann nochmal switchen und den dann dieses Jahr für meine Adventskalender-Unboxings nehmen. Schön. Hier steht nichts drauf. Ananas, ich freue mich echt drauf, ne? Und hier steht auch nichts drauf. Aber es geht hier noch weiter. Von Tease habe ich was drin. Und zwar die Ultra Volume Mascara. Drama. Ich glaube, ich hatte noch nie von Tease eine Mascara. 9 Milliliter sind hier drin. Tease hatten wir jetzt auch öfters schon mal in Boxen drin. So als Blushes oder als Lippies und so. Aber eine Mascara? Das sieht ja schon abgefahren aus, ne? Die werde ich mal im Full-Face Beauty-Boxen testen. Das ist so ein Format, wo ich dann auch die Produkte, die mich so ansprechen, an dekorativer Kosmetik aus den Beauty-Boxen, die ich so auspacke, verwende. Den habe ich letztens noch verwendet, finde ich sehr schön. CRT London Dewy Skin Vitamin C Glass Glow Primer. Da sind 10 Milliliter drin und den mochte ich gerne leiden. Also das ist ein schöner Primer und ich sage auch, so Primer kannst du immer gut in so Beauty-Boxen, Adventskalender und so weiter reinpacken, weil das ist jetzt nicht unbedingt Hauttypen, Hautton gebunden. Ne? Klar, Dewy Skin will vielleicht nicht jeder haben, aber an und für sich ist es ein Produkt, was sehr Allrounder-mäßig verwendet werden kann. Genauso wie jetzt ein transparentes Augenbrauengel oder so. Ne? Nice! Mensch, die war richtig gut. Für 7,65 Euro nehme ich. Last but wahrscheinlich not least, die Nummer 5. Auch hier wieder eine klassische Glossy Box. Kein Sonder-Special-Gedönsen. Werbung auf Deutsch befindet sich hier drin. Also gehe ich von einer deutschen Variante aus. Und das ist die Box You Are Loved. Steht hier gar nicht drauf. Unser Magazin ist jetzt digital. Ja, ne? Wahrscheinlich irgendeiner aus dem Winter, denn die Lady hat einen Pulli an und eine Mütze auf. Kommt mir bekannt vor, ne? Von No Cosmetics habe ich hier einmal die Rebalance Body Lotion mit Algenextrakt, Inulin und essentiellen Fettsäuren. Also ich glaube, sowas kann man wirklich immer ganz gut gebrauchen, ne? No Cosmetics ist ja auch eine relativ beliebte Drogeriemarke. Ich komme da nicht ganz so gut mit zurecht, bin ich ehrlich. Ich sehe hier weder Chargennummer noch irgendwelche Ablaufdaten, deswegen gar keine Ahnung. Aber schön. Also so ein Full-Size-Produkt. Hier haben wir auch von Brushworks nochmal so ein Triangular Powder Puff, aber nur einen drin. Ja, gut. Dann gibt es hier noch von Anatomicals You Need a Blooming Shower Rose Body Cleanser. Da sind 100 Milliliter drin enthalten und ich mag ja gerne Rosenduft. Ne? Also für mich ist es auf jeden Fall eine schöne Sache. Ich mag auch gerne, dass wir mal ab und an auch ein Duschgel in Boxen finden, denn ich habe mir dieses Jahr auch welche nachkaufen müssen. Hieran erinnere ich mich, das ist hier leider sogar ausgelaufen. Toll. Nee, das ist ja blöd. Das ist das Persian Sunset Eau de Parfum von Avant mit 10 Milliliter. Das ist ein Duft, den ich auch behalten habe, den mochte ich auch ganz gerne. Schade, dass der jetzt wirklich offen ist, aber nun, dann habe ich hier auf jeden Fall ein Backup. Ausgelaufen. Na da dumm. Na, der Monk in mir weint. Und dann habe ich hier noch einen losen Blush am Start. Der sieht auch schon etwas ramponiert aus, wenn ich das mal so feststellen darf. Ne? Das ist der Mineral Blush Desert Rose von Bella Pierre Cosmetics, müsste das sein. 6 Gramm. Es ist eine schöne Farbe, aber der sieht irgendwie auch so halb leer aus. Nicht, dass da schon jemand dran war. Das wäre ja ziemlich blöd, ne? Nee, der ist aber noch verschlossen. Der hat auch so ein bisschen Schimmer mit dabei. Ja, jetzt habe ich die Box auch mal ausgepackt. Fand ich insgesamt okay, aber das ist jetzt nicht so unbedingt die Box, die mich hier umgehauen hat. Einfach dadurch, dass wir hier in der Verpackung leider den Fehler drin hatten. Und hier das ausgelaufene Parfum finde ich schade. Ansonsten von den Produkten her eine solide Box. Und zum 5er-Bundle kann ich sagen, es hat sich definitiv gelohnt. Also, ne, was ich nicht selber verwende, werde ich in Verlosung und so weiter weitergeben. Das wird alles seinen Einsatz finden. Das hier werde ich einfach aufbrauchen. Warum eigentlich nicht? Weil ich mag es ja. Und ja, doch, schön. Jetzt sind wir natürlich alle super gespannt, was sich hier auch in diesen Mystery-Boxen befindet, ne? In diesen LE-Boxen. Ich weiß nicht, welche ist. Das werden wir vielleicht herausfinden. Ich habe für sie beide zusammen 36 Euro bezahlt. Jeweils 20 Euro war online angegeben und dann gab es einen Rabatt, ne? Also 18 Euro pro Box habe ich bezahlt. Und dann schauen wir mal. Das hier ist dann vielleicht die Spring Sale Mystery Box Limited Edition. Designtechnisch haben wir diese hier. War das eine Limited Edition? Timeless Treats.
Oh, das ist die Glossy Superbox. 8 Wow-Produkte im Wert von 170 Euro. Ich denke, dass das hier dann die ist, die quasi diese Premium-Box ist. Mal gucken. Ach so, die Box war aber vom Inhalt her jetzt nicht so ultimativ. Wir gucken mal. Da habe ich einmal von La Théorie de Volcan Paris Fluid Contour Dieu, also eine Augencreme ist das einmal hier mit 10 Millilitern. Hier ist nicht drauf vermerkt, ja, wann das MAD ist oder das Produktionsdatum, deswegen kann ich da nichts zu sagen. Aber eine Augencreme finde ich schon mal sehr, sehr schön. Das hier treibt den Preis halt oder den Wert in die Höhe. Avant, das ist dieses Lippenpeeling. Yay, 10 Milliliter. Wer gibt für ein Lippenpeeling so viel aus? Du? Ich nicht. Also nee, auf gar keinen Fall würde ich das machen. Ich sage immer so ein Zehntel von dem Preis, aber dann müsste ich ja quasi, ich glaube, 65 Euro oder so soll das an Wert haben. Ich gucke hier mal rein. 64, 65, genau. Ich gebe auch nicht 6,50 Euro für ein Lippenpeeling aus. Da bin ich wirklich ehrlich. Nee, das tue ich einfach nicht. Dann haben wir hier von Downtown Paris den Blush. Yo, den hatten wir schon 12 Millionen Mal irgendwo mit dabei. Hier steht nichts von Produktion und MHD hier auch nicht. Ja, das ist halt einer, der leider nicht so intensiv pigmentiert ist. Also bei mir persönlich, ich habe den nicht so wirklich gesehen und ich bin eine Blassnase. Das hier war so ein Goodie von Glossybox. Das ist ein Telefonkabel-Haargummi. Das will ich jetzt nicht auspacken, das werde ich irgendwann irgendwie mal schenken. Dann habe ich von Mellow, Follow Mellow Cosmetics on Instagram. Achso, nee, Quatsch, das ist nicht das Produkt. Matte Liquid Lip Paint in der Farbe Auckland. Ich glaube, ich habe meinen auch noch, den ich da habe. Muss ich nochmal gucken. Ja, ist jetzt nicht so unbedingt eine super bekannte Marke, aber es ist eine wunderschöne Farbe, finde ich persönlich. Also die kann man wirklich zu vielen tragen, zu verschiedenen Looks, ne? Ja, das hier war so das Herzstück, diese La Splash oder LA Splash Eyeshadow Palette. Das ist diese hier. Die ist an und für sich wunderschön und ich glaube auch viele werden sich darüber freuen, einfach weil das Design extrem abgeht wie ein Zäpfchen, also wirklich hübsch ist, ne, muss man wirklich sagen. Und das ist so eine sehr neutrale Palette ist, eine sehr neutrale Palette, die viele tragen können, ne, also schöne große Fändchen, neutrale Töne, Alltagstöne. Die Looks, die ich von anderen auch damit gesehen habe, waren großartig. Ich meine auch, als ich sie das erste Mal irgendwo mal mit drin hatte, habe ich sie auch mal verwendet. Sehr, 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 sehr nice. Also wenn man so jemand ist wie ich, die halt so ziemlich viele Paletten hat, in ihr ist meine Palettensammlung verlinkt, dann hat man halt diese Töne schon mal irgendwo mit drin gehabt. Ich bin mir gar nicht sicher, ob ich die noch habe. Muss ich nochmal schauen. Dann habe ich hier, das habe ich, als ich das vor Jahren mal irgendwo in der Box drin hatte, glaube ich, als Foundation mal ausprobiert und es hat nicht funktioniert. Und das war so der Moment, wo Katrins Welt und so sich einfach total scheckig gelacht hat. Vita Liberata, das ist ein Body Blur, High Definition Body Make-up, 30 ml in der Farbe Latte, weil da hatte ich nämlich gesagt, hä, die werden doch nicht jetzt irgendwie eine Foundation für den Körper gemacht haben und das dann mal irgendwo mit reinpacken. Doch, ist es tatsächlich. Und das ist in Medium, das ist mir zu dunkel, ne? Egal jetzt ob im Gesicht oder im Körper. Dann habe ich hier von La Vera Hydro Sensation ein Pflege-Gesichtsspray, das kannst du so als Toner verwenden, aber Achtung, ich würde es nur empfehlen, wenn du wirklich keine empfindliche Haut hast, weil ich meine, dass hier relativ viel Alkohol drin ist. Das kommt eh in Müll, denn das ist im Februar 2023 abgelaufen. Da dumm. Wäre ich eher vorsichtig jetzt, ne? Jo, so. Und dann habe ich hier noch das letzte Produkt und zwar ist es das Kryolan Eyebrow Forming Gel mit 7 Millilitern. Da erinnere ich mich dran, dass die liebe Nicole Nina Wien das hart gefeiert hat und sich da auch immer wieder viele Backups von geholt hat, weil die das richtig, also die hat das total toll gefunden und mir war es zu wenig. Ich brauche irgendwas, was meine Augenbrauen halt wirklich fest betoniert, einfach weil ich das gerne mag und das hier ist mir einfach zu wenig. Zu wenig! Ist mir auch der Inhalt dieser Box, um ehrlich zu sein. Ich fand die Limited Edition schon, als sie bei uns rausgekommen ist, nicht so bombastisch. Und 18 Euro dafür ist halt noch echt okay, aber trotzdem ist es jetzt keine Wow-Box für mich persönlich. Kommen wir zu der letzten Box im Bunde, für die ich dann ja auch offensichtlich 18 Euro bezahlt habe. Perfectly Imperfect. Also ich hatte echt gedacht, weil da stand irgendwas mit, anstatt von 110 Euro kostet die jetzt 20 Euro. Ich hatte echt gedacht, dass sie da vielleicht irgendwie so einen Adventskalender oder so reingepackt haben. Das hätte ich schon hart gefeiert. Naja. Das ist auf jeden Fall die Box. Süß finde ich hier auf jeden Fall. Das fand ich bei der LE generell cool. Du hast ja diesen Spiegel mit dabei. Aber wenn ich mich richtig erinnere, habe ich diese Box nicht so ultimativ gefeiert. Du hast ja auch so ein paar Sticker mit drin. Yay. Und ja, es riecht hier nach Rituals raus. Und ich glaube, ich habe hier auch was Schönes von Rituals drin. Was ich nicht hier mit drin habe, ist das Zettelchen, welche Box das sein soll. Hä? Ist es nicht so eine ganz normale Box auch? Weiß ich nicht.
Naja, hier habe ich auf jeden Fall die Rituals, The Ritual of Sakura nochmal als Body Cream. Finde ich nicht schlimm, mag ich sehr gerne. Ist halt relativ reichhaltig, ne? Also würde ich jetzt nicht, na doch, ich persönlich schon im Sommer verwenden. Aber für diejenigen, die jetzt eh ein Creme faul sind und so, würde ich die wirklich eher im Winter empfehlen. Genauso wie das hier auch richtig schön für den Winter ist. Und zwar von Kneipp Lieblingsmensch, Hibiskus und Feige. Das sind Badekristalle. Und wenn ich das der Charge Nummer richtig entnehme, die beginnt mit 23, wurde das auch in 2023 produziert. Geht vollkommen klar, meiner Meinung nach. Und im Winter werde ich dann auch irgendwie... Warum rede ich jetzt eigentlich vom Winter? Weil ich eben Adventskalender ausgepackt habe. Ja, ich werde dann auch im Winter wieder duschen. Nein, reden. Baden. Mann, im Sommer dusche ich lieber. Ma. Ja, schön. Mann. Eine Handcreme kann man immer gut gebrauchen. Und die von Neutrogena sind ja wirklich klasse. Das ist eine beduftete, eine Concentrated Hand Cream. Habe ich die nicht sogar aufgebraucht letztes Mal? Weiß ich gar nicht. 50 Milliliter haben wir hier drin enthalten. Und ich finde Neutrogena generell als Marke sehr vertrauensmäßig. Also ich vertraue dir einfach, dass die meine Haut gut pflegt. Ne? Gerade so meine Hände, mein Körper, komme ich immer ganz gut mit klar. Und ja, hier finde ich auch nichts wegen MAD oder so. Handcreme kann man gut gebrauchen. Auch hier Avant mit am Start. Yay. Dynamic Hydra Balancing and Firming Pululan Night Moisturizer. 50 Milliliter, also das ist eine Nachtcreme. Hier geht die Party jetzt natürlich werttechnisch wieder richtig in die Höhe. Ist eine Nachtcreme. Ist, glaube ich, ganz cool. Dann haben wir hier auch eine Mascara drin. Die hat bei mir leider nicht so gut funktioniert von Botanic Beauty. Die Great Lengths Mascara Lengthening and Thickening. Ja, ist eine Originalgröße. Mascara im Advent... Ach, Quatsch. Schon wieder, ne? Mascara in Beautyboxen finde ich auch immer nice. Einfach, weil ich glaube, jeder auch immer irgendwie regelmäßig Mascara verwendet, ne? Oder die meisten, die halt diese Boxen auspacken. Und hier habe ich schon das letzte Produkt. Und zwar ist es von Lotte London, dieser Ombre Blush in der Farbe Haze. 2,5 Gramm sind hier drin. Den habe ich auch noch selber da. Das ist ein schöner, solider Blush. Kann man machen, ne? Ist eine schöne Geschichte. Aber war das jetzt wirklich eine LE-Box? Also dafür, dass ich da 18 Euro für bezahlt habe, waren jetzt nicht so die Krabum-Produkte hier drin enthalten. Naja. Okay, also, was sage ich jetzt insgesamt zu dem Glossy Sale? Ich habe jetzt dieses Mal nicht so immens viel Geld ausgegeben. Ich glaube, und da bin ich jetzt mal ganz ehrlich, ich würde euch nicht empfehlen, unbedingt LE-Boxen zu kaufen. Weil da kann man doch eher enttäuscht werden, als halt bei diesen Bundle-Geschichten. Weil da hast du halt wirklich noch einen viel, viel krasseren, günstigeren Preis. Und ich glaube, dass da das Preis-Leistungs-Verhältnis auch ein bisschen cooler ist als bei den LE-Boxen. Weil die gar nicht so krass reduziert sind, finde ich persönlich. Also 18 Euro für die beiden, die ich euch jetzt gezeigt habe, haben jetzt nicht so gerockt, ne? Was meint ihr? Schreibt eure Meinung gerne in die Kommentare, wir können uns gerne austauschen und vielleicht habt ihr auch beim Glossy Sale zugeschlagen. Was habt ihr ergattern können und habt ihr Zufriedenheit erlebt? Hat es euch gefallen? Ihr Lieben, das wäre es ja schon wieder von mir gewesen. Wenn es dir gefallen hat, wäre ein Däumchen ein Träumchen. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Fühl dich ganz doll gedrückt von mir. Lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao!